Meine Damen und Herren, ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe von Alles, was Recht ist. Mein Name ist Dr. Heinz-Peter Wachter. Ich werde Sie durch diesen Videoclip führen und wir beschäftigen uns heute mit Scheidungsrecht. Eine Ehe ist ein Vertrag, den man nicht so ohne weiteres auflösen kann. Was wir dazu brauchen, ist entweder ein Einvernehmen beider Ehegatten über die Tatsache, dass die Ehe geschieden wird und dazu auch über die Ehescheidungsfolgen, oder aber es klagt eine Seite die andere im Rahmen einer streitigen Scheidung mit dem Ziel, die Ehe auch gegen den Willen des anderen zu scheiden. Der Gesetzgeber hat gewisse Regeln geschaffen, die festlegen, was nach einer Scheidung zu geschehen hat, die sogenannten Scheidungsfolgen. Wenn aus der Ehe Kinder hervorgegangen sind, müssen die Ehegatten sich grundsätzlich darüber einig sein oder das Gericht bitten, für sie eine Lösung zu finden, wer sich in Zukunft um die Kinder kümmern soll, wer die Obsorge hat. Seit einigen Jahren ist die gesetzliche Vorgabe die, dass die Obsorge trotz Scheidung bei beiden Eltern gemeinsam bleibt. Kinder bekommen je nach dem Alter einen bestimmten Prozentsatz des Einkommens des Unterhaltspflichtigen und gedeckelt allerdings mit dem 2,5-fachen des Regelbedarfs. Grundsätzlich leistet der Elternteil, der das Kind im Haushalt betreut, seinen Beitrag zum Unterhalt. Der andere Elternteil ist verpflichtet, Geldunterhalt zu leisten, und zwar zu Handen des Elternteils, der die hauptsächliche Betreuung hat. Es gibt auch das sogenannte Doppelresidenzmodell, wo das Kind etwa hälftig zwischen beiden Eltern aufgeteilt wird, zeitlich. Was bedeutet, wenn sie beide etwa gleich viel verdienen, dann entfällt eine wechselseitige Geldunterhaltsleistung. Verdienen sie unterschiedlich, kommt es zu einer anteiligen Leistung. Weiters ist das Kontaktrecht zu regeln. Das ist das Recht eines Elternteils, sein Kind auch nach der Scheidung zu sehen, zu sich zu nehmen, mit ihm Urlaub zu machen etc. Normalerweise wird das sogenannte große Besuchsrecht gewährt, das heißt jedes zweite Wochenende und einen Nachmittag während der Woche. Natürlich müssen betreffend Kinder dann keine Vereinbarungen getroffen werden, wenn es keine Kinder gibt. In dem Fall stellen sich Fragen der Obsorge, des Kontaktsrechts und des Kindesunterhaltsrechts nicht. Wesentlich ist, dass heute immer noch eine Unterhaltspflicht nach der Ehescheidung in fast allen Fällen nur gegeben ist, wenn die Ehe aus dem Alleinverschulden oder überwiegenden Verschulden des Unterhaltspflichtigen geschieden wird. Gibt es kein Verschulden, dann gibt es keinen oder nur einen sehr reduzierten Unterhalt. Der Höhe nach wird Unterhalt geschuldet, so wie während aufrechter Ehe, das heißt 33%, wenn und soweit der Unterhaltsberechtigte kein Einkommen hat, und 40% des gemeinsamen Einkommens müssen ihm verbleiben, wenn er ein Einkommen hat. Grundsätzlich ist alles zu teilen, was in die Ehe nicht eingebracht wurde, was nicht geerbt und nicht von dritter Seite geschenkt wurde. Also das, was während der Ehe erworben wurde. Juristisch wird unterschieden zwischen der Aufteilung des ehelichen Gebrauchsvermögens und der ehelichen Ersparnisse. Ehewohnungen, die in die Ehe eingebracht werden, unterliegen grundsätzlich nur dann der Teilung, wenn und soweit der andere Teil darauf angewiesen ist. Ersparnisse ist alles, was angehäuft wurde. Davon ist ausgenommen alles, was zu einem Unternehmen gehört, sofern es sich nicht um eine reine Wertanlage handelt. Dies war ein kurzer Überblick über die Ehescheidungsfolgen. Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an einen Rechtsanwalt Ihres Vertrauens. Ich selbst sage für heute auf Wiedersehen und freue mich schon auf die nächste Ausgabe von Alles, was Recht ist.